Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4 Map 1.6 ohne Gräben. Wir sind am Maishäckseln und wenn das hier im Moment immer so wild hin und her geht, dann liegt das daran, dass ich jetzt seit neuestem Headtracking benutze. Und das ist noch nicht so ganz optimal eingestellt. Aber wenn man ganz hin mal eingestellt ist, ich glaube, dann ist das schon recht geil. Jetzt haben wir hier wieder das Problem, dass er hier wieder nicht weiß, wo er weitermachen soll. Ja, im Moment habe ich eigentlich immer das Problem, dass ich, wenn ich zwischen den Fahrzeugen wechsle, durch dieses Headtracking automatisch immer im Fahrzeug bin. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich immer noch die Außenansicht haben. Ich möchte nur, wenn ich dann wirklich explizit in die Kamera ins Fahrzeug einspringe, dann möchte ich bitte Headtracking benutzen. Sonst nicht. So, ich habe hier mal ein bisschen den einen Häcksler ein bisschen stillgelegt und stehen lassen. Einfach weil ich sonst gar nicht mit dem Aufschieben nachkomme. Vom Häckselgut. Weil ich einfach hier so große Trailer habe und dann zwei Häcksler, vier Trailer im Einsatz, das schafft der Xerion nicht, das alles aufzuschieben in der kurzen Zeit im Cosplay-Modus. So, da vorne kommt dann mein Abfahrer voll beladen wieder zurück. Ist ja auch schön. Naja, ist dann so. Sehen mal zu, dass wir hier den Hänger voll kriegen. Fängt ja eh dann irgendwie so irgendwo zwischen 95 und 98% an, so ein bisschen rumzuspucken, weil er meint wohl, er hat keinen Platz mehr. Und dann ist für uns der Zeitpunkt gekommen, wo wir abfahren. Und ich glaube, das mache ich dann mal. Jetzt fängt er an. So. Und das mache ich jetzt mal tatsächlich in der Kamera. In der Innenkamera. Ist jetzt ein bisschen hoch, finde ich. Mal nicht mit Cosplay, sondern wir gucken mal, wie das Fahren denn so ist. Weil jetzt kann man auch mal eben schön schnell nach links und nach rechts gucken. Ich meine, ich habe zwar Verkehr ausgestellt, aber trotzdem. Ja, jetzt macht es Spaß. Jetzt braucht man da wirklich nur ein bisschen den Kopf bewegen. Ich war ja skeptisch, was das angeht. Aber bisher gefällt mir das echt ganz gut. Muss natürlich darauf achten, dass ich dabei auf der Straße bleibe. Oh,
Gut, der andere Klaas, der fährt jetzt hier den ganzen Tag im Kreis und was soll er machen? Wir häckseln mit einem Häcksler jetzt erstmal weiter. Mit einem Abfahrer. Man sollte sich genug Zeit finden. Vielleicht machen wir nachher mit zwei Abfahrern, aber es sollte auf jeden Fall sich genug Zeit finden, den ganzen Kram immer aufzuschieben. Von außen ist das Head-Tracking übrigens automatisch deaktiviert. Immer nur, wenn du in der Innenansicht bist. Dann wird gehead-tracked. So. Warum fährt er da nicht ab? Warum kippt er nicht? Ich weiß es nicht. Wisst ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Guck mal, wie schön er das aufschiebt. Wir fahren jetzt gleichzeitig mal passenderweise hier hinten direkt rein. Dann direkt hier oben hin. Daten ran, kommt nicht weiter. Ja, die Spur macht er ja schön. Wenn er denn die anderen Spuren auch noch so schön macht, naja. Ich fahre jetzt hier erstmal aus dem Feld raus, damit dann der andere Häcksler bei euch weiterfahren kann. Ja, ich warte natürlich auf meine Abfahrer. Hinten kommt natürlich jetzt der eine Abfahrer, der aber ja immer noch voll ist. Wegfährt. Ja, okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Alter, gibt hier noch irgendwie 23 andere Strecken, die du mal aufschieben könntest. Also hier drüben zum Beispiel. Na, wo kommt denn mein Abfahrer? Ja, wo ist er denn?
Na, da unten kommt er ja auf dem Bild. Habt ihr das Wochenende eigentlich gut überstanden? Wart ihr Samstag beim Livestream dabei? Den Abfahrer. Da der ja immer jetzt irgendwie da hinten meint, abfahren, aufschieben zu müssen, legen wir ihm hier hinten auch mal ein bisschen was hin. Hat er wenigstens einen Sinn, was er da macht. Ja, kann man jetzt eigentlich mit zwei Abfahrern abfahren? Geht das? Macht das Sinn? Oder macht das keinen Sinn? So, was macht er jetzt? Ja, jetzt sind wir wieder auf der Bahn, wo er ständig stehen bleibt. Oh, das soll uns jetzt mal nicht stören. Das soll uns mal jetzt nicht stören. Einmal hängen geblieben. Ja, je kleiner die abzuerntende Fläche wird, umso
weniger wird das natürlich werden. Muss ich aber gleich aufpassen. Naja, nochmal stehen geblieben. Ich halte die jetzt mal an und fahr mal von Hand. Oh. Völliger Quatsch natürlich. Ich muss natürlich erstmal hier mein Schneidwerk einschalten. Mal eine Wende an. So, jetzt kann er eigentlich wieder alleine. Aber wir beobachten das mal. Was macht er jetzt? Geh auf den Sack. Achso, das meint er mit Wände dann, okay. Weil eigentlich. Und ich kann ja dann auch abfahren. Nicht hier lang hin und her. So. Erstmal muss ich mich hier durch die Fahrzeuge switchen. So. Ja, den will ich ja nicht. Der soll ja jetzt gerade mal nicht. So, der soll aber. Abfahrer kommt. Oh, Entschuldigung, ich wollte euch nicht taub machen. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich tierisch freuen, besucht mich bei Facebook, Friesenjunge13. Oder auf meiner Website friesenjung13.de. Ja, und schaltet doch gerne morgen wieder ein zur nächsten Folge. Und wir werden auch weiterhin Mais häckseln. Wir haben noch so viel Mais zu häckseln. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das hier noch geht. ich überlege mir auch, ob ich das nochmal mache. Also im LS17 weiß ich nicht. Vielleicht dann im LS19 mal. Aber es gibt doch Sachen, die durchaus einfacher zu automatisieren sind. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof und mache irgendwas falsch.
Weil das mit dem Aufschieben. Er schiebt immer noch die Seite immer auf, aber. Besser als wenn er gar nichts aufschieben würde. Und das Abkippen funktioniert ja auch nicht. Das heißt, das machen wir auch mal eben von Hand. Fahrer entlassen. Er fährt auch schön auf seine Warteposition. Wir geben ihm hier dann direkt mal was zum Aufschieben. Ja, in diesem Sinn sage ich ciao.